Hallo und herzlich willkommen bei Do-It-Yourself Inspiration. Ich möchte euch heute zeigen, wie man ein Papierschiff baut. Und ich habe das vor einiger Zeit schon mal mit einer Serviette gezeigt, aber jetzt, wo ich dieses schöne neue Papier habe, will ich es euch einfach auch nochmal aus Papier zeigen. Und es ist auch ganz einfach. Also ich habe hier einfach ein DIN A4 Blatt und das falte ich so aufeinander. Die schöne Seite ist jetzt außen und hier innen ist eben die Seite, die nicht farbig ist. Und jetzt falte ich das Ganze nochmal. Das falte ich wieder auseinander. Und hier oben, die zur Kante, falte ich jetzt hier so zur Mitte. Die Kante hier falte ich auch zur Mitte. So, hier unten ist das jetzt so offen und hier die beiden Kanten habe ich zur Mitte gefaltet. Jetzt nehme ich hier die eine Hälfte von dem Blatt und knicke die hier genau bis dem Papier. Jetzt drehe ich es um und mache das gleiche hier an der anderen Seite. Also einfach das Papier auch bis genau hier zu dieser, bis hier rüber knicken. So sieht es jetzt aus. Und jetzt knicke ich als erstes, ist egal an welcher Seite ich anfange, diese kleinen Ecken, die hier überstehen, hier so innen hin und knickt die gut fest. Das gleiche hier an der Seite. Und jetzt klappe ich eben das hier wieder so drauf, drehe das um und klappe hier dann auch um. So, das ist jetzt schon ein kleines Papierhütchen. Kann man ja auch ab und zu gebrauchen. Ein Partyhütchen. Und wer daraus jetzt ein Schiff machen möchte, macht noch weiter. Und zwar wird das Ganze jetzt so gedreht und einmal so hier drauf gefaltet. Schön mittig auch wieder. Also das Hütchen kann man einfach so zusammenfalten. Jetzt falte ich hier die Spitze hier oben zur Spitze hin. Drehe das Ganze um und mache das an der anderen Seite auch. Und jetzt gehe ich hier innen rein und kann es erst so rüberfalten und dann zieht man jetzt hier diese Kanten so raus. Das muss man noch ein bisschen formen jetzt. So, und fertig ist das Schiffchen. Du kannst es auch noch mal so hinlegen und noch mal einmal so platt drücken. Dann steht es einfach noch ein bisschen besser. Ich falte es noch mal einmal so zusammen, damit ich noch mal den letzten Schritt zeigen kann. So. Das war der letzte Schritt. Und man geht von innen hier so ein bisschen rein und zieht hier außen an diesen beiden Spitzen. So, das Schiffchen ist jetzt, weil das Blatt ja von der einen Seite weiß war und von der anderen Seite gemustert, nur hier gemustert. Wenn man das jetzt umgekehrt macht,
also das bunte Papier nach innen nimmt am Anfang, dann ist das hier weiß und das hier außen gemustert. Das kann man sich vorher überlegen, wie man es haben möchte. Ich wollte es jetzt so haben, damit ich das hier außen noch verzieren kann. Ich schreibe jetzt hier noch den Namen hin von dem Schiff. Das heißt jetzt mal Kati. Und man kann auch noch schön hier so einen Anker drauf malen. Also eine kleine Ankerkette mache ich hier hin. Und dann hängt hier ein Anker dran. Und man kann natürlich auch so einfach noch ein bisschen Muster mit drauf malen. Ich mache jetzt mal passend zu dem Herzchenmuster, was da innen ist, hier auch noch 2-3 Herzchen hin. So. Das kann man jetzt auch wirklich schwimmen lassen oder man kann es einfach als Dekoration haben. Praktisch ist auch, wenn man sich zum Beispiel auf den Schreibtisch stellt, kann man hier so ein paar kleine Sachen reinmachen. So Büroklammern zum Beispiel. Ist auch eine ganz schöne Aufbewahrung. Sieht wirklich schön aus. Ja, und wenn euch das gefällt, dann klickt doch auf den Daumen nach oben, macht es nach, zeigt das Video euren Freunden. Und das ist ja wirklich was ganz Einfaches, was man schnell machen kann. Ist auch eine schöne Idee, kann man mal mit Kindern auch machen. Und denen das zeigen, weil das gibt viele Möglichkeiten. Man kann es falten, dann bemalen, bekleben. Man kann das Ganze auch mit Washi-Tape bekleben. Und ja, oh, meins ist hier ein bisschen gerissen. Das liegt jetzt an dem Papier. Normalerweise, also mit normalem Papier reißt es nicht, aber dieses Papier ist irgendwie so ein bisschen beschichtet. Und dadurch bricht das relativ schnell. Ich weiß jetzt auch nicht, warum das hier passiert ist, aber das kann ich ja auch mit Washi-Tape einfach noch ein bisschen kleben. Ich habe natürlich mal wieder Washi-Tape zur Hand und klebe das hier über diesen kleinen Riss. Und das sieht auch wirklich schick aus, finde ich. Könnte man noch ein paar mehr Streifen dazu machen und das ist also gar nicht schlimm, wenn da ein kleiner Riss entsteht. Genau, teilt das Video mit euren Freunden, drückt auf den Daumen nach oben, schaut auch unsere anderen Videos. Ich habe eben schon mal so eins gemacht, nur mit einer Serviette. Das ist auch schön, auch für Kindergeburtstage, für Feste, dass man einfach die Serviette in Form von so einem Schiffchen auf den Tisch stellt. Und ja, das sieht einfach cool aus. Oder wenn man eine Party auch macht mit vielleicht dem Motto irgendwie Sommer, Schiffe, Meer, kann man das auch cool dazu machen. Man kann das eigentlich immer gut gebrauchen, so ein kleines Schiff. Und es sieht immer gut aus. Es ist sehr einfach. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet, ob ihr das wusstet, wie das geht oder ob ihr noch andere Sachen kennt, die man schön falten kann. Schreibt das alles in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Do It Yourself Inspiration. Tschüss!